Bevor ich einen Webfont einbinde, möchte ich kurz anschauen, was einfach so möglich ist. Ich kann hier in der Regel für diesen Root-Selektor die Eigenschaft Font-Family schreiben und dann mit einem bestimmten Wert einstellen, welche Schrift der Browser verwendet, um das Dokument zu rendern. Ich kann eine Schriftfamilie wählen, die bei mir auf dem System installiert ist. Zum Beispiel so etwas. Das ist eine Schrift, die ich eingekauft habe, oder zum Beispiel diese hier. Das ist aber etwas, was nur bei mir auf dem System funktioniert. Und es setzt voraus, dass die Schriftfamilie mit einem Font verknüpft ist, der vom Browser gerendert werden kann, also wahrscheinlich eine neuere OpenType-Datei zum Beispiel in diesem Fall. Aber du kannst nie sicher sein, dass es wirklich funktioniert. Das ist etwas, was zu Testzwecken okay ist bei dir lokal auf dem Computer, aber es wird nicht funktionieren, wenn du eine Website übers Web publizierst. Es war ja lange Zeit so, dass die Schriftwahl extrem limitiert war. Also man konnte zwar Schriftfamilien auswählen, zum Beispiel Georgia als Alternative zur Times, weil die Georgia auf praktisch allen Computern, die man so kaufen konnte, bereits mitgeliefert wurde. Genauso wie die Arial. Aber weil es eben von Anfang an, also vom Beginn des Web an, nicht klar war, ist ein Font wirklich vorhanden? Aus diesem Grund wurde es möglich, wurde die Möglichkeit geschaffen, in CSS sogenannte Fallbacks zu benutzen. Das heißt, es ist möglich, bei der Font-Family-Eigenschaft mehrere Werte mit Kommas zu trennen, mehrere Werte anzugeben. So, dass, wenn die Georgia nicht vorhanden ist, ein Fallback, zum Beispiel die Times, gewählt werden kann. Und wenn auch die Times nicht vorhanden wird, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, falsch, in diesem Zusammenhang muss natürlich Serif heißen, gibt es die Möglichkeit, mit dem Schlüsselwort Serif dem Browser die Wahl zu überlassen, welche Schrift gewählt wird. Also bei mir wäre das die Times, weil der Browser so eingestellt ist und weil dieser Font in diesem System vorhanden ist. Also etwas, was man auch häufig sieht, ist zum Beispiel die Folge Helvetica Arial Sans Serif. Wenn möglich, wird die Helvetica verwendet, wenn nicht die Arial und sonst eine serifenlose, eine beliebige serifenlose. Es ist zum Beispiel möglich, dass auf Linux-Computern weder die Helvetica noch die Arial vorhanden ist, weil beide diese Schriften müssen lizenziert, also müssen eingekauft werden vom Hersteller des Betriebssystems.